Ich kann mir zum Beispiel eine Sache nicht verzeihen, es ist schon lange her. Ich war lange in einer toxischen Beziehung, habe den Menschen auch in meinem Umfeld, meinen Eltern damit wehgetan und die haben Angst um mich gehabt. Und ja, ich war aber so, ich liebte diesen Menschen und habe gesagt, der war krank und ich konnte ihn nicht verlassen, habe gesagt, der braucht meine Hilfe. Und es ist so lange her, aber trotzdem ploppt es immer wieder einfach plötzlich auf und ja, die Gedanken sind irgendwie so, dass ich sage, boah, wieso bin ich so blöd, wieso denke ich noch darüber nach, ist das so lange her, wieso kannst du es nicht einfach loslassen? Und dann sage ich mir immer, okay, du bist noch nicht so weit, aber irgendwann bist du es und irgendwann lässt du es los, weil ich lasse es ja auch nicht los. Aber boah, also manchmal raubt es mir extrem viel Kraft und es ist einfach anstrengend. Ja, das war jetzt keine Frage, ne? Ja, du hast sehr, sehr viele Sachen von heute auch zusammengefasst in deiner Erzählung, hast du es gemerkt? Ja. Ich kann nicht loslassen und diese Gedanken und ich frage mich ständig, warum bist du so blöd, negative Monologe und all das, ja, kommt zusammen. Jetzt hast du quasi alles in einem schönen... Ich habe zum Beispiel auch dein Buch gelesen, Spaziergang zu mir selbst und das Beispiel mit den Bäumen. Und es war immer so dieses damals, ich bin gegangen, das war meine Entscheidung für mich, weil ich gemerkt habe, ich muss da raus, weil es mir nicht gut tut. Aber immer so nach dieser Zeit, wieso ploppt das so beim Autofahren? Ich fahre zur Arbeit und es ploppt einfach so auf. Ja. Ich denke, boah, warum? Also es nervt mich einfach total und es ist einfach belastend. Das ist immer wieder und dann diese Wut halt im Bauch dabei. Und das ist so, ich frage mich immer, wann hört das auf? Ja, es ploppt ja nicht einfach nur so auf, ne? Die Sache ist halt, wir haben ja auch schon gehört, ne? Erinnerungen soll man auch nicht irgendwie jetzt ausradieren oder so, ne? Es ist ja wichtig, auch dass das passiert ist, ist sehr, sehr wichtig, ja? Du musst ja auch klar werden darüber, weil ganz häufig, es gibt Menschen, ich weiß nicht, auch unter uns vielleicht hier heute, es gibt Menschen, die sagen irgendwie so, ja, ein schönes Leben ist ein Leben ohne Sorgen und ein schönes Leben ist irgendwie, wenn alles wunderbar wäre und so, aber das ist ja kein schönes Leben, ne? Ein Leben besteht aus Sonne und aus Regen, ja, beides ist wichtig, damit eine Pflanze wächst, ja, nicht nur Sonne, auch Regen ist wichtig, ja. Und ich mache das, was ich tue und du hast mein Buch gelesen, weil ich durch die schlimmsten Zeiten gegangen bin, im Prinzip, ja. Das waren die größten Lehrer meines Lebens, ja, weil ich auch alle Phasen durchgemacht habe. Ja, so alle Phasen. Alles, was ich heute gehört habe, habe ich alles extrem nachempfunden. Das heißt also schon mal, wenn du das bedenkst, wirst du schon mal eine ganz andere Haltung kriegen zu Erfahrungen, die du gemacht hast. Dann wirst du nicht sagen, ah, warum und nein, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig, dass du genau diese Erfahrung gemacht hast. Ja, und manchmal poppt das auf, ja. Weißt du, das letzte Kapitel aus Spaziergang zu dir selbst, wo ich das geschrieben habe? Auf der Intensivstation. Ja, da lag mein Sohn im Sterben. Ne? Nach der Geburt. Der lag im Sterben und es ist ein medizinisches Wunder gewesen. Der hat 15 Minuten keinen Herzschlag gehabt. Ja? Und einen Tag lang keine Gehirnfunktion. Die haben gesagt, der wird das nicht überleben. Und wenn er es überlebt, wird der schlimmste und schwerste Pflegefall überhaupt werden. Und dann war ich 5 Wochen ungefähr auf der Intensivstation. Und hat der Verlag hat angerufen, hat gesagt, du musst das Buch nicht schreiben, ja, das machen wir irgendwann. Ne? Und ich habe gesagt, nein, ich muss das schreiben. Ich muss das schreiben. Und dann habe ich quasi auf dem Balkon von der Intensivstation das letzte Kapitel geschrieben von dem Buch. Und hinten waren die ganzen Maschinen, das Piepen hinter mir. Und die Mütter, die geweint haben und sowas. Ja. Aber ich musste schreiben. Und diese schlimme Zeit, ja, das war, gibt mir heute die größte Stärke. Mich kann nichts mehr umhauen wegen dieser schlimmen Zeit. Alles andere ist völlig egal. Das heißt, die schwerste Zeit meines Lebens hat mich am stärksten gemacht. Aber ich lasse diesen Schmerz da, wo er ist. Er ist vergangener Schmerz. Das ist kein Schmerz, den ich heute empfinden muss. Gott sei Dank, ja, mein Sohn ist topfit. Und jeder Arzt sagt auch so, hey, das können wir uns nicht erklären. Es gibt Wunder, kleine und große Wunder. Ja, ich habe selbst das erfahren dürfen. Und auch das ist wichtig zu verstehen, dass schwere Zeiten sein dürfen, dass du das mitnimmst, dass sie dich stärker machen als jemals zuvor. Aber lass diesen Schmerz da, wo er entstanden ist und mach ihn nicht zu einem gegenwärtigen Schmerz. Lass ihn da
wo er gewesen ist. Lass ihn zu vergangenem Schmerz werden. Und mach dir keinen Druck. Sag nicht jedes Mal, wenn es aufpoppt, oh, warum poppt das auf? Mich hat das jahrelang begleitet noch, diese Momente. Und ich habe nicht gesagt, ah, warum, warum? Lass ihn lieber zu, lass ihn Platz nehmen und sag, warum bist du hier? Was ist die Botschaft? Anstatt zu sagen, ah, wann hört das endlich auf? Weil dieses wann hört das endlich auf heißt zu sagen, komm bloß nicht rein, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber er ist ja da, er hat ja seinen Sinn. Okay? Und weißt du, wer mir auch ganz viel Kraft gegeben hat in diesen Momenten auf der Intensivstation? Da gab es einen kleinen Garten vor dem Krankenhaus. Und in diesem Garten, weißt du, was da rumlief? Hühner. Und da habe ich mir geschworen, ich hole mir irgendwann Hühner. Und deswegen habe ich jetzt 4 Hühner. Happy End, oder? Ja.